Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Mod Review. Ja, heute stelle ich euch den Minecraft Capes Mod vor, den MC Capes Mod. Ja, und den habt ihr auch schon einige Mal gesehen, wenn ihr meine Mod Reviews verfolgt, oder ich glaube es ja nur einmal. Das ist dieses kleine Cape, was hier hinten auf meinem Rücken hängt, ja. Und das ist im Grunde genommen schon alles, was dieser Mod hinzufügt, ja. Also, dieses Cape. Also es ist nicht nur dieses Cape, es gibt eine Reihe von Capes, die man sich aussuchen kann. Aber dazu gleich. Und ja, wenn ihr diesen Mod installiert habt, wo die Installation im Übrigen unfassbar einfach ist, dann seht ihr euer Cape und ihr seht alle anderen Capes von den Leuten, die diesen Mod ebenfalls installiert haben. Wenn jetzt aber irgendjemand anderes den Mod nicht installiert hat, sieht er dieses Cape nicht. Und ja, ich finde hieran gut, dass wenn ich mich bewege, dann bewegt sich das Cape halt mit. Also das hängt jetzt nicht so wie ein Brett hinten an meinem Rücken. Wenn ich fliege, geht das auch so hoch, wie das halt normal wäre. Es ist noch ein bisschen verbuggt manchmal und wie ihr letztes Mal beim Enable Bikes Mod gesehen habt, auch da. Aber ich finde, es ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und ja, das war es dann im Grunde genommen schon in-game von diesem Mod. Und ja, ich finde, das ist aber auch ein schönes Feeling. Ja, dann war es aber im Grunde genommen schon in-game von diesem Mod. Und wir sehen uns dann gleich wieder auf meinem Desktop. Bis dann. So, da sind wir wieder auf meinem Desktop. Desktop. Und ja, um diesen Mod zu installieren, geht ihr erstmal hier auf die... Ach, verdammt. Auf die Originalseite. mccapes.com, Link ist natürlich in der Beschreibung. Mein Internet ist irgendwie bei dieser Seite unheimlich langsam. Das tut mir sehr leid, aber nun ja. Hallo. Ja, so, wunderbar. Ich logge mich aus. So, das hier ist Startseite von allem. Und hier, Download Now, klickt ihr drauf. Und... Downloads. Da müsst ihr auch wieder kurz einen Moment warten und ich gerade sehr, weil mein Internet ist gerade echt mega übel. So, Standard MC Capes Mod. Ja. Downloaden wir doch einfach mal. Dann kommen wir hier zu AdFly. Ah, dieser Inhalt kann nicht in einem Framer gezeigt werden. Schön, dass nicht wieder so eine interessante Werbung wie letztes Mal da ist. Dann speichere ich mir das Ganze doch mal auf meinem Desktop. So, und dann kann ich das schließen und das auch. Und wenn, und ja, also ich gehe mal direkt zur Installation. Hier, das ist halt dann dieses WinRAR-Paket und ich glaube, ich muss zur Installation nicht viel sagen. Diese beiden Class-Dateien einfach in eure Minecraft-Jar hineinziehen, halt Minecraft-Jar mit WinRAR öffnen, bla bla bla. Und ja, den Meta-Inf-Ordner löschen. Schon erledigt, das war's. Ja, ich denke, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Aber wie ihr euer Cape kriegt, hier würde ich, also hier müsst ihr euch einloggen, zum Beispiel jetzt hier, ich logge mich mal ein mit meinen Daten, mit meinem Minecraft-Username, klickt dann auf Next und gebt dann hier mein Passwort ein. So. La la la, ich warte und 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 ich warte. Und ich warte, und ich warte, und ich warte, und ich warte, ich warte, ich warte. Ah, wunderbar. So, und dann seht ihr Cape Gallery zum Beispiel, und hier My Cape. Ihr könnt auch eure eigenen Capes downloaden, dazu gleich mehr. Können wir hier mal auf die Cape Gallery klicken. Ja, dann habt ihr hier halt wirklich unheimlich viele an Capes, was ihr alle... die ihr euch wirklich alle holen könnt. Ihr könnt hier auch eingeben. Ihr könnt halt hier auch welche letzter Zeit am meisten genutzt wurden, welche vor, ich glaube, das heißt das vor so und so vielen 1000 Jahren das letzte Mal genutzt wurden oder halt normal. Könnt ihr auch was eingeben. Ich suche jetzt mal nach Royal. Also königlich. So, gibt es hier ganz viel und gehen wir eins weiter. Und hier wäre dann auch mein wunderschönes Cape. Boah, 80% Daumen hoch. Oh yeah. Und könnt ihr hier auf My Cape klicken.
Das ist momentan halt auch mein Cape, seht ihr hier. Und hier, wenn man ein neues Cape... Was habe ich jetzt getan? Nein! Nein, Google Plus. Gott. Wenn ihr ein Cape uploaden möchtest, hier, 22x17, ja. Und es muss PNG sein und es darf nicht über 30 Kilobyte groß sein. Das finde ich ist scheiße, aber egal. Ja, kann man hier ein Upload-Image nennen. Aber ich möchte jetzt gerade noch was zeigen. Dazu hole ich mir jetzt hier mal, warte, nochmal. Royal. Und das hier finde ich auch ganz nett, das hier. Und dann werden wir jetzt hier mal auf Use Escape klicken. Und hier Cape Enabled, da muss ein Haken rein. Und dann auf Save Option. Option saved successfully. Und schon ist das mein Cape. Es gehört mir, es ist fertig. Und das werden wir jetzt auch mal beweisen nochmal. So. No. Ja, ihr seht, das hat wunderbar funktioniert. Jetzt, wo ich sehe, finde ich dieses Gelb doch nicht so schön. Aber egal. Ja, das war's dann mit dieser Montreview. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.